So, willkommen zurück zur neuen Runde. In der Zwischenzeit ist Nacht geworden, aber nicht viel verpasst. Hier ist ein bisschen Seetang, ein bisschen Sand und ein Fisch. Kann man den Fisch essen? Ja, kann man. Bringt sogar sehr viel. Ja, in der letzten Runde haben wir am Ende noch den Rucksack hergestellt und mal schauen, wozu wir es diese Runde bringen. Sammeln wir ein paar Sachen ein. Baumwolle nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier unten hat sich Löcher, die wir gegraben haben, sind weg. Also die gehen scheinbar wieder zu, wenn man nichts einpflanzt. Und das Ziel jetzt wird erstmal sein, eine Windmühle zu bauen für Brot. Aber ich brauche ja auch Feldfrüchte. Aber woher ich die Feldfrüchte bekomme, kann ich jetzt noch nicht sagen. Fackeln wären vielleicht auch nicht schlecht. Hätten wir vielleicht doch nehmen sollen. So. Gucken können wir nochmal. Also scheinbar bringt das hauptsächlich Sand, wenn ich Löcher grabe. Von daher lohnt sich es wohl eher nicht erstmal. Also hauptsächlich dafür auf Items zu gehen beim Löchergraben, ist glaube ich nicht der Sinn der Sache. So. Was hat eine Wasserschaufel? Ah, die verbesserte. So unwahrscheinlich. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man Gelee herstellt. Können wir auch hier den mittleren Rucksack herstellen. Dafür brauchen wir aber Leder, Faden und Gelee. Und Geldbeutel. Fäden haben wir nicht genug. Das dauert mal noch ein bisschen. Hier fehlt auch alles. So, dann schauen wir mal kurz nach. Industrie. Ich hätte gerne eine Windmühle. Dafür brauchen wir mehr Holz, mehr Ziegel und mehr Fäden. Können wir schon mal Ziegel herstellen. Wie viele fehlen denn noch? Ziegel. 24. Ich glaube, so viele kann ich gar nicht herstellen. Nee. Brauchen wir mehr Kohle. Und da wir mehr Kohle brauchen, baue ich erstmal Gold ab. Stufe 6. Zwei Fische rausgeholt. Die Pflanze nehmen wir mit. Die Kohle nehmen wir mit. Ich behalte den Skillpoint jetzt erstmal. Vielleicht momentan nicht. Obwohl, ich schaue mal nach, ob ich irgendwas Sinnvolles ausbauen kann. Aber hier Ackerbau. Ja, gut, Ackerbau habe ich ja noch nicht. Von daher bringt mir das erstmal nichts. Angeln brauche ich auch nicht. Kochen. Töpfe, nein, auch nicht. Also ich glaube, hiervon brauchen wir erstmal nichts. Packen höchstens, aber... Oder Holzfällen. Das nehmen wir mal mit. Oh, ich wollte gar nicht raus. Ich wollte noch gucken, was die neue Erweiterung war, links daneben. Die Steine geben 50% mehr Materialien. Jetzt haben wir erstmal... Bäume mehr Holz geben. Weil wir relativ viel Holz brauchen für die nächste Erweiterung. Ich sollte essen. Hunger habe ich auch. Oh, noch eine Rübe. Fisch. Jetzt sind nur noch zwei Beeren, da der Fisch, glaube ich, zu viel gebracht hätte. Wir müssen hier keine Ressourcen verschwenden. Ja. Ich überlege gerade, ob wir noch zwei oder drei Fischfallen bauen sollten. Allein um der Erweiterung wegen der Nahrung. Dann bräuchten wir keine Bären mehr sammeln. Weil die Bären nicht so viel bringen und Fische das Doppelte bringen. Aber ich bin mir nicht sicher.
13. Zack. So, die Ziegel sind fertig. Holz haben wir auch. Was brauchen wir noch für die Windmühle? Ach ja, stimmt, es fehlen noch Ziegel. 6 Stück. Ziegel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Dann haben wir keine Kohle mehr. Da ist noch ein Fisch hier. Ein Fisch bringt 16. Eine Beere nur 8. Also wäre halt schon praktisch davon 3 zu haben vielleicht. Aber erstmal würde ich jetzt gerne die Baumwolle anpflanzen. Komm. Ich weiß nicht, ob man die neuen Gebiete per Brücke erweitern muss. Jetzt Blumen nehmen wir mit. Bären nehmen wir mit. War eine Rübe. Das ist, also manchmal sieht man, da muss man es halt entdecken, die Sachen. Also nicht entdecken, aber auf gut Glück einfach irgendwo graben. Ja, Hey, aber wir haben keine Baumwolle. Kann man auch nicht herstellen, also ich wüsste nicht... Ankaufen, Ausrüstung, was eigentlich Heldentat. Spieler spielt 3 Stunden lang. Schaffen wir locker. Besitze 10 Länder. Bau den riesigen Kristall ab. Bau 20 Gebäude. NSC. Es gibt sogar Quests, also okay. Oder andere Personen. Sammelt Königstahl. Oh Gott. Das sind. Ja, also das wird wirklich dauern. Aber eine nette Herausforderung. Also, das Spiel ist erst zu Ende, wenn alle 84 Heldentaten erledigt sind. Ich hätte trotzdem gerne mehr Gelee oder generell Gelee. Bei der nächsten Erweiterung holen wir die 40 Münzen und erweitern mal das Land. Oder wie kann man Münzen ja herstellen? Du brauchst Goldbarren und Goldbarren sind so extrem teuer. Farm. Ich falle. Zack. Das war jetzt gar nicht mein Ziel, aber Level up. So, nee, nein, Leder, nee. Brauche ich zwar auch, aber jetzt nicht direkt. Bergbau hier. Da erhalte sofort 40 Münzen. Lagerung, schalte Tresore frei. Und Prägung, Minen erzeugen jedes Mal 4 extra Münzen. Das ist gut. Ich sollte Land kaufen, expandieren. Das machen wir jetzt. So, dann kaufen wir mal Land. Das ist wahrscheinlich Gelee. Also vielleicht bekommt man bei jeder Erweiterung irgendwas Neues dazu. Wow. Ja, das war Gelee. Der Baumwolle. Ahnung. Die Pilze bringen. Keine Ahnung. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal 2 Gelee.
Holz müssen wir wieder erweitern. Für die Windmühle. Was ist das? Einfach nur ein Regenbogen. Okay. Hätte gerne mehr Gelee. Seetang. Können wir auch mal essen. Dann nehmen wir noch Fäden und eine Rübe. So, jetzt schmeißen wir mal 3 Fäden her und gehen nochmal auf die Suche. Unten kann ich die Falle noch ausleeren. Jump, jump, jump. Jetzt wird es schon wieder, also jetzt wird es zum Beispiel schon bei der zweiten Erweiterung, also beim zweiten Land, kommt jetzt schon wieder kaum hinterher, alles abzusammeln. Immer so seine Farmrunde drehen. Was Neues gefangen. Das ist Slimy. 3. Wir brauchen 4 für die Spitzhacke. Weil ich mich erinnere. Aber wir haben 4. Nee, das war falsch. Das war auch falsch. Gut. Nein. Leimige Spitzhacke. Eisenbarren. Ich glaube, wie? Nee. 8 Eisenbarren. Können wir die herstellen? So, auch noch 3. Füllen wir schnell die Eisenvorräte wieder auf. Zum Zoom. Das Gold nehmen wir natürlich mit. Tada! Leimige Spitzhacke herstellen. Oh, das dauert. Sand bestimmt für Glas. Da kommen wir gerade nicht durch. Doch, da kommen wir doch durch. Bringen würde ich gerne. Ich glaube, den Gelee sollten wir immer mitnehmen. Dafür, dass davon nicht so viel gibt. Leimige Spitzhacke. Schaden ist um 75% erhöht. Okay, erhalte 50% mehr Gelee beim Töten von Schleim. Das ist gut. Gibt es jetzt 1,5 Gelee. Ich hoffe mal, dass wir großzügig aufrunden. Ist der Schaden jetzt gegen... Ja, der Schaden ist gegen alle Sachen. Also auch gegen Bäume, gegen Ressourcen. Das ist gut, dann geht das alles ein bisschen flotter. 3 Fasern. Zum Zum. Zack, zack. Nehmen wir schnell aus. Wir brauchen immer noch Fäden. Nur einen, das ist halt... Für die Windmühle fehlen halt noch 10 Stück. Will ich aber auch die Wasserschaufel haben. Was kostet die Wasserschaufel?
noch eine Spitzhacke. Die Knochen haben wir noch keine. Immer Knochen dauern auch noch ein bisschen. Oh, verdammt viele Eisen. Brauche ich für die Wasserschaufel auch. Ja. Können wir hier schon. 9 Eisen herstellen. Das ist ja Zeit, hier rumrödeln. Und die Fabriken stehen nicht leer oder nicht ruhig. Huch. Etang, nehmen wir mit. Essen wir fort. Und kleiner Schleim. Weizen haben wir. Daraus kann man wahrscheinlich Weißbrot oder sowas herstellen. Eisenbahn. Aber es kommt auch momentan kein Eisen. Hier ist nochmal eins. Das hat sich wieder hinter Bäumen versteckt. Der Lümmel. Müssen wir den. Tada, Stufe 8. Jetzt aber erstmal nicht ein. Ich will meine Industrie erweitern. Ich will die Windmühle haben. Ich will Sachen einpflanzen. Ich will keine Rüben finden. Dum-dum. Ich will die Knochen haben. Nicht besser so Spitzhacke. Ich will schneller abbauen. Da oben ist ein Slime. Slime. Ja, das ist hungrig. Na gut, kriegst du Essen. Fische und Baumwolle. Ich weiß immer nicht, was die kleinen Pilze bringen. Und was? Kohle auf jeden Fall. Ist auch gleich Kohle. Holz zu Kohle verarbeiten. Kohle nicht hinterherkommt. Wir haben wirklich. Oh, die wieder. Na, Freundchen. 3. Weizen. Ich habe gerade entdeckt, dass ich Münzen habe, 10 Stück. Da will die angezeigt werden. Parsan. Eigentlich kann ich die auch voll lassen. Da rausholen, wenn ich brauche. Werden ja relativ schnell wieder voll. Ja, leer. Ich auch nicht. Etang und ein paar Rüben. Alles leer jetzt hier.
Und das war's. Kohle fertigt. 44. Na gut, das reicht. Wir haben Baumwolle. 3. Daraus können wir einen Baden herstellen, der Hammer. Sand. Gucken wir uns kurz die Skill Points an. Bei 6 von 4. Wow. Prägung, nee. Ihn erzeugen. Ich habe noch keine Bergbausteine. Ackerbau. Bitte. Oder keine Tiere. Vielleicht soll ich das nehmen, um Münzen zu. Haltet Märkte. Haltet Banken frei. Was denn da noch? Letzteres ist ja. Akte. Das ist ein Wirtschaftssystem. Das wird jetzt wieder so ein Spiel, wo ich mich wieder drin verliere. Und eine Milliarde Stunden reinstecke. Ist schon kommen. Trotzdem will ich immer noch die Windmühle haben. Fische. Wieder zum Abbauen. Dann Blut. Noch die Windmühle. Super. Und dann da auch. Hier Münzen extra. Das wäre schön. Aber ich glaube nicht dran. Was? 12? 12 Münzen. Ich dachte, ich stelle eine her. 12. 2. Und jetzt 24. Der wird ja nacheinander produziert, nicht alles auf einmal. Bling. Ein neues Land kaufen. 420. Oh Gott, die werden ja teuer, die Sachen. Da komme ich nur mit der Brücke rüber. Ham. Brücke. Tadam. Ich brauche einen Schlüssel. Dann stellen wir jetzt einen Schlüssel her. Bitte. Mal schauen, was in der Kiste drin ist. Da kommt, ja, da kommt der Fasern, endlich. Tada. Nee. Münzen sind 50% mehr wert. Ein Zylinder. Oh. Das ist sehr goldig. Ein kleiner Gentleman. Trotzdem fehlen mir Farbe. Ich würde Baumwolle gern anpflanzen. Was ist das denn? Ein Amethyst? Hm. Und Stufe 9. Macht jetzt wieder kaputt die Sachen hier. Auch nur eine Faser gebracht. So.
2 Fische. Zack, ist die Nahrung wieder voll. Baumwolle. Ja. 4 Baumwolle. Wow. Los, stell mir 3. Ja. Ja, und da ist noch mehr. Das nochmal. Und ich will nochmal das Slimy. Noch mehr herstellen. Mal 2. Wir haben schon 9. Das wird gleich 11. Ich nehme mit. So, die Windmühle bauen wir diese Folge auf jeden Fall noch. Brot herstellen. Ja. Weiß nicht, ob das damit, also die Spawnrate damit zusammenhängt, zum Beispiel, ob man jetzt, je weiter man im Spiel einfach ist. Jetzt kommt ja gerade super viel Baumwolle, seitdem wir die neue Erweiterung haben. Das neue Land. So, 4 brauche ich noch. Ja, nur noch Baumwolle. Und ein Hühnchen. Ja, jetzt habe ich ein Ei bekommen. Und noch ein Ei. Und noch mehr Baumwolle. Jetzt kann ich hier... Nee, was wollte ich herstellen? Ach ja, die Windmühle wollte ich bauen. Palm. Windmühle. Easy. Wird da schön hinpassen. Dann kommt die auch dahin. Ja, kriegst jetzt zu essen. Farm Windmühle. Kommt man noch vorbei? Da. Ah, hier, jetzt kann ich auch Sachen anpflanzen. Und noch ein Ei, bitte. Na, vielleicht das. So, jetzt wissen wir immerhin schon mal. Wir bauen mal dann Pflanzen. Jetzt muss ich nur gucken, was ich brauche. So. Aber damit beschäftigen wir uns nächste Folge, was angebaut wird. Und von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.